Weil er muss auch noch einmal synchronisieren und so, dann passt das halt. Genau. So, jetzt muss ich auch mal wieder das reißen. Das kann nicht sein, ey. 2x6er jetzt geworden. Och, nicht auch noch diese Strecke. Nein. Aber gibt schlimmere. Nein! Oh, da habe ich einen Fehlstart. Ich glaub das nicht. Nee, das kann nicht sein, ey. Schade. Nein! Okay, gut. Wie kann man das verkacken, Mensch? Hi. Ich hätte vielleicht nicht so viel Spiegelkapsel vorfahren sollen. Ey, das hasse ich auch, ja. Wenn man lange Spiegel fährt und dann andersrum. Komischerweise kenne ich das Phänomen, aber bei Mario Kart 8 habe ich das irgendwie noch nie gehabt. Dass ich mich vertan habe. Ich bin hier nicht so viel Mario. genau. Ich bin hier nicht so viel Spiegel gefahren, muss ich ehrlich sagen. Du bist nicht so viel Mario gefahren. Oh. Ich muss ja zugeben, dass ich den erst vor einer Woche oder so überhaupt noch freigeschaltet habe. Bombe, ey. Ja? Ja, ich hatte jetzt eine lange Zeit nicht mehr gezockt und seit dem DLC habe ich jetzt wieder Lust bekommen. Und dann das erst freigeschaltet, so wirklich. Ja. Ich hab jetzt auch lange kein Mario Kart gespielt. Wo ich ja ziemlich enttäuscht war, dass bei den DLC-Charakteren kein Buhu dabei ist. Na klar! Oh, ich nehme den Pilz mit dir, danke. Ja, Buhu wäre von episch. Grüßen, ja. Weil den fand ich schon immer ziemlich geil. Auch bei Double Dash und so. Ach, nehmt euch doch hier nicht die ganzen Münze. Münzen. Die ganze Münze. Die ganze Münze, okay, dann nicht. Wenn ich mal nur eine. Oh mein. Was ich mir auch wünsche, ist, dass die Charaktere aus den Mario und Luigi RPGs auch mal mehr gepusht werden, weil die kommen. Da gab es schon viele coole Charaktere und die kommen einfach nie vor. What the fuck? Hat gerade jemand eine Bombe geworfen? Nö. Schon seit einer Runde nicht mehr. Ja. Ja gut, die einzigen wären Baby Mario und Baby Luigi und Baby Peach, aber die will keiner. Die ganzen Babys sind sinnlos, ganz ehrlich. Mhm. Vor allem, wenn man 5 Stück davon hat. Ja. Hast du mich gerade mit was abgeschossen? Da hätte ich also ganz ehrlich, da hätte ich lieber Bowser Jr. Also. Ja, der ist ja wenigstens ein anderer Charakter nochmal. Genau. Lucian. Ja, auch ein Eigenständiger, den man aus Spielen kennt, so, ne? Ne, der kommt jetzt ja wegen einem versehentlichen, weiß nicht, jetzt ja, wegen so versehentlichen Bildern wurde der jetzt ja bestätigt, ja, bei Smash Bros. Ja. Mhm. Würde mich auch mal interessieren, wie die ihren Weg gefunden haben in die Öffentlichkeit. Das weiß man angeblich schon, also ein amerikanischer Azubi hat halt einfach fotografiert und hochgeladen und der wurde dann suspendiert und muss jetzt noch fette Gelder zahlen. Mhm. Naja, war selbst schuld auch. Es war cool für uns, ne? Wissen wir das jetzt schon mal. Aber der muss dafür den Preis zahlen. Naja. Ah, ey, es läuft 6. gar nichts gerade, ne? Ja, sogar ich bin gerade Dritter geworden. Mario hat mich fertig gemacht. Sogar was soll denn das heißen, mein Freund hier? Wow. Vor allen Dingen das sogar davor, ja? Ist ja schlimm, ey. Nein, das meinte ich doch, weil ich gegen Bots verloren habe gerade. Naja, hier komm, red dich mal raus. Oder versuch's wenigstens. Oh, bitte nicht Regenbogen, oder? Oh, nee. Bitte nicht. Nee, warum wählt ihr den? Haben wir noch, weil es einfach einer der geilsten ist. Oh, Leute. Obwohl ich ja den MK8 viel zu leicht finde und zu kurz. Ja. Auch wenn er schön aussieht. Ja, das stimmt wohl. Bitte, bitte. No. Ja! No. Bitte, 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 bitte. So, gleich wären es dann, ich glaube, nach der Runde wäre gut, Schluss zu machen, weil dann haben wir, glaube ich, knappe 40 oder ein bisschen mehr sogar. Ne, ich weiß nicht, hat irgendjemand von euch mitgezählt? Nein. ja, ich habe mein Handy-Timer genommen. Wir sind jetzt gerade bei 33 Minuten. Ne, ich meine jetzt von den Strecken her, es wäre ja ganz cool, wenn man das so, verdammt, so zusammenschneiden könnte, dass man jeweils 4 Strecken immer hat, dass das aufgeht. Ach, wieso, weiß eigentlich immer am besten, dann kommt man ja so auf, jetzt haben wir auch keine Serverprobleme, dann kommt man ja so auf 15, 16 Minuten. Genau, ja. Ja. Da habe ich jetzt nichts Genaues gezählt. Ich habe jetzt nur die gesamte Zeit. Oh, diese Scheiße, ne? Was mach ich? Scheiße. Ich fand die eigentlich ganz nein. Gut. Muss ich sagen. Ja, ich krieg sie kurz. Nicht die Banane. Oh, danke. Doch, hier ist jetzt die Banane. Na, was mache ich da für einen Scheiß? Fies ist ja auch, wenn man vor den Münzen schon an irgendeinem Streckenteil ist, ne? Die werfen ja da zum Teil Münzen aus und wenn die dann erst hinter einem abgeworfen werden. Ah, dann machen die nicht so toll. Oh shit. Das ist gerade verflogen. Fuck. Oh nee. Ey, ich krieg nur Pilze, ey. Was ist das? Ja. Gibt nichts Schlimmeres als Pilze, ne? Ja, man kriegt halt immer nur Dreierpilze. Oh, das ist langweilig. Ja, 10er wäre schöner, ne? Genau.
15 Grad. Gut ist auch, dass sie diese komische Wolke entfernt haben. Ey, ich wollte gerade mal gucken, da kommt der Blitzmann. Das kann doch nicht der Ernst sein, scheiße. Ja, vor allen Dingen wollte ich gerade auf der Gerade Wario abschießen. Und ich habe einfach so daneben geschielt. Ich fäll gerade so derbe. Ich fäll da unten runter. Ist jemand hinter mir, also hinter Platz 5 irgendwie? Nee, ne? Platz 7. Glaube nicht, ne? Ach nein, ey. Ach, krieg mal wieder die Kurve. Drei Ratchets. Nee, ey. Oh, wer schießt da mit Feuerblumen? Ach, Arne. Nett. Ah, cool, das Wario getroffen. Mario. Ah, gut. Und dann kommt der Rocket. Na, aber schneller als die Rocket. Ja, schön. Ja. Ich hab keinen Grund, mich zu beschweren. komm. Mal wieder Dritte. So. Und jetzt Arne Gornatz. Das kann nicht sein. Ja. Was eigentlich doof bei der Streckenauswahl ist, es könnte ja sein, dass jetzt dauernd nur Strecken rankommen, die wir schon hatten. Ist jetzt hier auch so. Scheigeifälle hatten wir zum Beispiel schon. Mhm. Finde ich komisch, warum man jetzt nicht mehr ganz freie Auswahl hat. Ja. Stimmt wohl. Ich glaube bei ein paar. Ja, weil da wohl auch die Strecke gespammt wird. Wenn du halt immer aus vielen Zufälligen wählst, dann kann halt wirklich auch mal was anderes rankommen. Ja. Stimmt. Ja, ich weiß auch bei MK7, da wurde immer der Regenbogenboulevard nur geflamed immer. Geflamed geradezu. Ja, ist schon praktisch das richtige Wort. Ich fand auch, der sah ziemlich cool aus, aber ich mochte den auch nicht wirklich. Also der ist mir suspekt, weil das ist echt komisch da. Aber den mochte ich eigentlich damals auch ganz gerne. Also weil Abschnittsstrecken fand ich da, weil es neu war, sowieso auch ganz cool. Weil man hat ja dauernd Abwechslung. Also weil wenn man hier dreimal die gleiche Runde fährt, sieht man da ja nichts Neues. Aber ja, es ist jetzt auch sicher nicht die beste. Alle Ahne rauskicken, bitte. Ja, natürlich. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Dritte! Oh, nein! Jawohl! Verschwörung! Das ist Schiebung! Oh, wer hat die Greenshell geworfen? Ich war. Sie war perfekt geworfen, ey. Schön gegen die Bande. Ich hab grad nur noch gesehen, wie du in meinen Bildschirm reinkamst und aber auch direkt wieder abgeschmiert bist. Boah, schon alle vier Münzen mitgenommen. Ey. Autos, irgendwie, ich komme zum Teil nicht mit den Autos klar. So knapp. Über Bande. Nee. Oh nein. Check. What the fuck? Die hat dich tatsächlich getroffen, die Green Shell. Ja, hätte. Also, ich weiß nicht, mich hätte auch was getroffen, aber ich hatte. Okay, die war fünf Banden geworfen oder so. Nein, das sind meine Münzen. Oh, Leute, dann. Ich wollte die haben. Naja, dann nehme ich eben den Windschatten. Egal, das werden die Ersten sein. Oh, Leute! Alter. Nimm dir die Feuerbälle, gönn dir! Geh weg hier! Gönn dir reichlich! Da muss herkommen, ist noch viel mehr, mein Freund! Verdammt, Lemmy! Oder wie auch immer das ist. Ich sag's auch immer, Lemmy zu den Cooperlingen. Hat aber keine Ahnung, wer der ist. Sieht einer aus wie der andere. Auf dem dritten Platz ein Stern, das meine ich. Ja. Haben wir bloß nicht die Autos auf den Kopf. Oh, da kommt der Green Shell, eine Blue Shell, meine ich. Na klar, weißt du, da bin ich einfach. Na Fabian, park mal. Nein! Oh nein! Und schön Fabian, drei Münzen wieder. Schon hat man wieder zweites Münzen bekommen. Und eine Red Shell für Fabi, leider. Ey, ich wollte die auf Arne hauen, aber leider. Einmal, ja. Wie war das am Anfang der Runde? Alles schön auf Arne? Ja. Man sieht sich. Oh nein! War grad. Nice, Arne, good job. Ja, ich. Sehr schön. Max Kühe? Ja, da war eine Kuh auf dem Wagen, wollte ich mir mal angucken. Deswegen wolltest du nicht die Kuhmumweide spielen, ja. Batz! Ich möchte den ja nicht wehtun, weißt du? Ja, stimmt. Ach! Was mach ich da? Oh, was mach ich? Schön geht die Wahl, habe ich auch geschafft. Oh, Gott, war es ultra knapp! Ultra knapp! Ich glaube, nicht alle die Items, ey. Oh, eine Pflanze, jawohl! Jawohl, komm. Nein! Hol die alle! Nein, ich krieg dich nicht mehr. Oh mein Gott, das ist Scheiß Autos, ey. Scheiß Stau. Oh, wie knapp das war, ey. Die ganze Zeit, die war die Pflanze hinter dir her. Es läuft echt nicht. Gut, dass ich an der Wand lang gefahren bin. Na, schade, dass du Arne nicht noch gesnackt hast, sonst wäre ich wenigstens noch Zweiter geworden. Ja. Tut mir furchtbar leid. Es waren vielleicht 2 Zentimeter, die mir gefehlt haben. Und vor allen Dingen wir vorher noch einen roten reinwürgen, ja. Das ist denn nicht Teamwork hier gegen den Führenden.
Die Stallorder hat da was anderes gesagt, glaube ich. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, die Steinbock-Ruinen kommen dran. What the fuck, einfach nur. Ich weiß ja nicht, aber meine kommen dran. Komm, komm, komm. Yes! Yes, sir! Yes, sir! Boah, voll Glück gehabt, dass sie das doch die Strecke dran kommt. Ja, sehr ich weiß, es war relativ knapp, ne? Ja. Mhm. Sehr unwahrscheinlich, dass sie jetzt dran kam. Naja, es... Manchmal trollt ein das Spiel auch. Mhm. Dann kommt gleich doch was anderes ran. Dann joint auf einmal ein Japaner und der hat noch was anderes gewählt, ne? Ja, wenn das mal den Regenbogen-Boulevard oder, oder sowas so. Dann. Genau so. Ich frage mich eigentlich, wie das online abläuft, wenn man dann diese neuen Strecken hat und die jetzt nicht die DLCs gekauft haben und dann online stimmt, fahren. Ja. Ob dann die Strecken überhaupt dann online drankommen können. Wäre unfair, ne? Weil nee, ich bräuchte die dafür ja gar nicht. Nee, ich denke auch, man packt die dann einfach in Gruppen. Das wird dann das Vorteil, ja. Achso, ja, denke ich auch, dann kommt vielleicht dann so ein Raum dann für die das DLC dann haben. Für die und coolen und für die nicht coolen, ne? Für die coolen Typen jetzt gerade. Genau. Aber ich glaube, ganz im Ernst, das 10 Euro oder 12 Euro kostet das dauerhaft, wenn man sich beide Pakete kauft? 12 Euro, ja. Oder? Mhm, ja. Genau, 8 Euro 1 und 12 Euro. Komm doch mal her, Rosalina. Ja. Ach nein. Deswegen, ich glaube, da wird niemand dazu Nein Bombe. Sagen. Ah, komm doch mal her, Scheigei. Bist du schon bedenkt, dass das nochmal der halbe Spielekontent nochmal ist. Genau, ja. Komm doch, nein, geh weg! Geh weg! Was macht ihr da? Oh nein! Oh mein Gott. Und noch eine. Das hat sich sehr abenteuerlich angehört. Diese Bombe, ey, ne? Ey, Salario, der wird auch mal das ganze Zeit hinter mir. Wie so eine Klette, ey. Das made my day. Ja. Hä? Okay, mich hat gerade irgendwas getroffen und ich weiß nicht was. Ich check. Oh, Alter. Jetzt kriege ich alles ab wieder. Oh, der Blitz, jawohl. Weil wir gerade bei alles abbekommen sind, ne? Ja. Oh, nice. Verdammter Blitz. Okay, ich habe gerade eine Green Shell geworfen und gegen die Bande auf mich zurück, war die mit einer Red Shell abgewehrt. Nice. Du bietest deinen Zuschauern richtig, was? Ja, hier so eine kleine Kunststückchen. Ja. Versuch das mal mit Absicht zu machen. Mit Absicht geht das überhaupt nicht, da baut man nur Mist. Meine Elgato hatte gerade irgendwie ein Problemchen. Okay, was denn? Ich hatte ganz kurz einen schwarzen Bildschirm und bin jetzt 10. Okay. Spielst du nicht mit dem Gamepad, oder? Doch, spiel ich. Der Black Screen of Death. Geht da auch das Gamepad aus? Nee, eigentlich nicht, oder? Nee, ich spiel nicht mit dem Gamepad, sorry, ich spiel nicht mit dem Gamepad. Ah, okay. Na klar, warte mal. Das. Oh, der Blitz nicht. Ohne Spaß, dieser Blitz war so unnötig. Der hat gerade noch eine Red Shell hinterhergeworfen. Oh, komm, der war Luigi, den hol ich doch noch. Nicht. Nein, ey. Nice. Warum warst du eigentlich nicht klein? Weil der Blitz schon längst wieder vorüber war. Ich glaub's nicht. Ich glaube, der Blitz wirkt beim ersten länger noch. Ja. Ja, aber dann war ja auch noch der blaue, obwohl der mich gar nicht so krass erwischt hat, glaube ich. Dadurch, dass der Blitz auch noch gleichzeitig war. Wie ausgeglichen das bei uns da ist. Außer jetzt ahnet er. Naja. Bei uns haben wir ja Glück, dass Fabian auch aufnimmt. Von daher ist es eigentlich relativ Wurst. Ja.